Das ist auch so ein bisschen unsere Mission, dafür zu sorgen, dass die Menschen einfach dazu stehen, Spaß daran zu haben, erotische Spielzeuge einzusetzen. Die Geschichte ist relativ einfach erzählt. Wir sind auf einer Geburtstagsparty. Das Geburtstagskind bekommt den Stronic geschenkt. Der Stronic ist ein Dildo, der stößt und nicht vibriert. Sie schnappt sich diesen Dildo, also kippt sich vorher absichtlich was über die Bluse, schnappt sich den Dildo, geht nach oben und hat Spaß mit dem Ding. Und der Rest der Party merkt es erst, als es ganz laut wummert und das Bett praktisch gegen die Wand schlägt. Ja, aber der stößt der Alte nicht. Okay, und Achtung! Ideenfindung, klar, wie es immer so ist, die besten Geschichten schreibt das Leben. Eigentlich ist die Geschichte so passiert, wir haben sie dann nur noch ein bisschen weitergesponnen. In der Form habe ich es jetzt auch noch nie gemacht, macht aber Spaß. Du hast ja oft ein Produkt, für das geworben wird, und mit dem hier kann man sich ja auch relativ einfach identifizieren, selbst als Mann. Ist ja ein Lifestyle-Produkt, ne? Also von daher macht es immer ein bisschen mehr Spaß.